Gabriel. Gabriel ist einer der Erzengel. Gabriel ist vielleicht der wichtigste der Erzengel. Gabriel spielt eine große Rolle in der Bibel. Er ist der Erzengel der Maria, der Mutter Gottes, und Zacharias Frau Elisabeth erschien und ihnen die Empfängnis verkündete. Ein Symbol des Erzengels Gabriels ist die göttliche Lilie. Die Lilie ist deshalb so heilig, weil Gabriel Maria und Elisabeth die Lilie überreichte. Und so wird Gabriel mit Geburtskräften in Verbindung gebracht. Gabriel soll es laut Islam gewesen sein oder laut dem Koran gewesen sein, der Mohammed den Koran verkündete. Der Gabriel ist der Schutzengel des Volkes Israel. Gabriel heißt Held Gottes. Gabriel ist damit der zweite der vier hauptsächlichen Erzengel und er wird sowohl im Buch Daniel erwähnt, wie auch im Lukas-Evangelium. Gabriel ist also der Erzengel der Geburtskräfte. Manchmal wird er auch in weiblicher Gestalt dargestellt. Gabriel ist Bote Gottes und er ist auch Ausleger von Visionen. Man sagt oft, dass der Gabriel den Mond beherrscht und er repräsentiert auch die Entwicklungsstufe des alten Mondes. Nach katholischer Tradition steht Gabriel im Norden vor dem Thron Gottes. Rudolf Steiner hat ihn aber mehr als erhabene, liebevolle Gestalt im Süden gesehen. Im Norden hat Rudolf Steiner Uriel gesehen, beziehungsweise Gabriel. So hat Gabriel viele verschiedene Bedeutungen und ist ein wichtiger und machtvoller Engel. Hier nochmal eine andere Darstellung von Gabriel.